Und damit, liebe Leute, willkommen zurück zu Dragon Quest 11. Ja, Rionaldo verlässt die Stadt. Nein, doch. Oh. Und zieht jetzt weiter nach Onsen. Dafür müssen wir links lang. Wir haben neue Begleiter und, okay. Diese Begleiter werden uns erstmal begleiten. Nach Onsen. Na komm. Zack. Oh. Der zählt mit dazu. Süß. Ach, süß. Wir machen den Spitzwirm. Dann ist der nämlich erstmal weg. Zack, der liegt da. Und verschwindet. Putzel! Ah, er macht schon nicht schlecht Schaden, aber... Oh, Verteidigung steigt. Zack, zack. Und weg ist er. Is that all you got? Magische Tierhaut. Hm. Dann lasst uns mal weiter nach Onsen. Onsen, Onsen, Onsen. Onsen, 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 Baby. Onsen, Onsen, Onsen. Lach nicht so gehässig. Ich höre Stimmen. Oh, ein Mann, bitte halt dich von mir fern. Ich bin kein schlechter Schleim, ich schwör's, aber in letzter Zeit höre ich immer Stimmen, die mir Sachen befehlen, schlimme Sachen. Und ich glaube, dass ich auch nicht der Einzige bin, dem sowas passiert. Die Pflanzen da drüben ist kurz vor kurzem aufgetaucht und hat angefangen, die Leute anzuknurren und nach ihr zu schnappen. Die Pflanze da drüben? Ah, die Pflanze. Wollen wir die Pflanze angreifen? Oh. Die Pflanze macht einen recht aufgebrachten Eindruck. Sie sieht aus, als könnte sie jederzeit in Raserei verfallen. Passiert aber nichts. Oh, du armes Ding. Du tust mir von ganzem Herzen leid. Könnte ich nur... Oh, hallo. Hm, oh nein. Das ist kein Monster. Das kann ich euch versprechen. Nun, zumindest war es das nicht von Anfang an. Es handelt sich tatsächlich um eine gewöhnliche Gartenpflanze und eine besonders schöne noch dazu. Sie ist in der Laguna di Gondolia heimisch und hat ganz bezaubernde Blüten. Leider macht die Pflanze allerlei Metamorphosen und Mutationen durch, als die Welt sich verfinsterte. Manche fingen sogar an, durch die Gegend zu laufen und Unfug zu treiben, so wie diese hier. Es bricht mir das Herz, darum habe ich beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen. Ich bin nämlich Botaniker und habe einen Dünger entwickelt, dieses kleine Kärchen hier wieder aufpäppeln sollte. Ich habe auch schon fast alle Zutaten, die ich dafür benötige, aber eine Kleinigkeit fehlt mir noch. Pferdeäpfel. Je strenger der Geruch, desto besser. Ich würde mich ja selbst auf die Suche machen, aber ich kann meinen kleinen Kumpel hier nicht einfach zurücklassen. Es könnte in Panik geraten und Passanten angreifen. Sagt, ihr macht einen hilfsbereiten Eindruck. Könnt ihr mir vielleicht ein paar Pferdeäpfel besorgen? Klar doch, Herzchen. Ein dampfender Haufen Pferdemist. Kommt sofort. Wir werden deinen Freund hier wieder auf Vordermann bringen, ehe du dich versiehst. Oh, herzlichen Dank. Mit Pferden kenne ich mich nicht gut aus. Mein Fachgebiet sind Pflanzen, keine Tiere. Aber ich weiß, dass es in Gallopolis viel davon gibt. Vielleicht hättet ihr dort eine gute Chance. Aber wir haben doch schon Pferdeäpfel. Ach, dieses süße Aroma erkenne ich doch gleich. Ihr seid meiner Bitte nachgekommen und habt mir Pferdeäpfel gebracht, nicht wahr? Ja, haben wir. Hatten wir eigentlich schon dabei. Hätte eigentlich schon vorher geklärt werden können, aber okay. Der Botaniker stellt aus den Pferdeäpfeln und anderen Zutaten einen pure Dünger her. Anschließend bringt er eine großzügige Menge davon in der Umgebung der Pflanze aus. Das Gemüt der Pflanze scheint sich ein bisschen zu kühlen. Schließlich zieht sie ihre Wurzeln aus dem Boden und macht sie vom Acker. Zino, es hat funktioniert. Vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Mein kleiner Kumpel ist bestimmt auf dem Heimweg zur Laguna di Gondolia. Hoffentlich kann er nun wieder ein ruhiges Leben führen. Hört, hört, es ist gut zu wissen, dass wir nicht nur Menschenhilfe gewähren können. Ab und zu brauchen alle Lebewesen ein bisschen Unterstützung. Genau, vor allem jetzt, wo die Welt so finster geworden ist. Bestimmt leiden viele Pflanzen genauso wie dieses arme kleine Kärchen. Ich wünschte wirklich, ich könnte ihnen allen helfen. Wartet, das ist die Idee. Warum reise ich nicht mit euch und euren Freunden weiter? Unterwegs könnte ich bestimmt viele Pflanzen helfen. Was meint ihr? Darf ich mich euch anschließen?
Natürlich, Herzchen. Je mehr, desto besser. Wenn Pflanzen in Not sind, ist es doch unsere Pflicht, ihnen Hilfe zu leisten. Oh, wie wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ich sage es euch lieber gleich. Ich bin kein guter Kämpfer. Ich weiß aber ein paar Sachen über die Natur. Und das ist ziemlich nützlich. Ein neues Mitglied schließt sich Rionaldes fröhlicher Truppe an. So, aber jetzt hatte ich gerade da in der Richtung noch was gesehen. Ach so. Nicht alle blicken hier böse rein. Na, schauen wir mal, was der kann. Oh, ich wollte eigentlich zuschlagen. Ich habe A gedrückt. Ein Bongo Bongo, der Schatten erscheint. Nee, ich wollte Fähigkeiten mit Flammenhieb, komm. Oh. Au. Okay. Bongo Bongo, der Schatten. Das macht bei weitem mehr Schaden als der Flammenhieb. Eieiei, was macht der denn an Schaden? Wow. Ja, und gut an Schaden raus. Aber gibt 1378 Erfahrungspunkte, also schlecht ist es nicht. Würde ich jetzt deswegen die ganze Zeit die abfarmen? Hm. Ja gut, 10 Stück von denen und ich hätte ein Level up, aber... Hm. Bin ich jetzt zu weit level? Ich weiß jetzt nicht, ob wir doch unsere anderen Charaktere noch finden oder nicht. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Spiel so beendet werden soll. So, wir sind Richtung Onsen schon richtig. Oh. Halt! Niemand da vorbei. Ich habe versprochen, diese Leute zu beschützen. Und das werde ich auch tun. Also. Immer mit der Ruhe, mein Lieber. Wir wollen dir nichts Böses. Im Gegenteil, wir reisen auf der Suche nach Leuten durchs Land, die unsere Hilfe brauchen. Was? Das ist doch irre gefährlich, so wie es gerade in der Welt zugeht. Wobei ihr seht aus, als könntet ihr euch zur Wehr setzen. Vielleicht könnt ihr mir ja sogar helfen. Ich bin nämlich ein Kampfkünstler und habe versprochen, diesen Leuten dabei zu helfen, Lebensmittel für das Dorf Onsen zu beschaffen. Nach allem, was passiert ist, ist ihre Ernte leider futsch. Wie dem auch sei, als wir auf dem Rückweg ins Dorf waren, hat uns ein niederträchtiges Monster angegriffen. Es hat uns eine gehörige Abreibung verpasst und all unsere gesammelten Vorräte gestohlen. Es war meine Aufgabe, sie zu beschützen, aber alleine hatte ich keine Chance gegen die Bestie. Würdet ihr dem helfen, sehe die Sache schon anders aus. Wie wär's? Wollt ihr die Vorräte mit mir zurückholen? Aber klar doch, mein Lieber. Dieses Monster wird auf die harte Tour lernen, dass es den Leuten nicht einfach so das Essen vor der Nase wegschwitzen kann. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Wenn wir zusammenhalten, hat das Ding nicht den Hauch einer Chance. Es sollte sich irgendwo südlich von Onsen aufhalten. Wir müssten eigentlich leichtes Spiel haben, aber bereiten wir uns trotzdem gut vor, nur für alle Fälle. Der Kampfkünstler schließt sich der Gruppe an. So, da ist der Kampfkünstler. Ja, aber ich glaube, ich weiß, was er meint. Wir sollten einmal rasten. Das sollten wir auch machen. Guck mal, was wir alles für Leute dabei haben. Ausruhen. Bah. Naja. Wenn alle auch gleichzeitig kämpfen würden, das wäre geil. Das wäre mega. Komm durch da. So. Oh, könnt ihr was? 40. Na. 40 Schaden ist jetzt nicht viel, aber ey, es ist jedenfalls etwas. 40? Wow. Ah, gut. Den Schaden machen wir schon, aber nicht gerade sehr viel. Oh. Oh. Was war das für Schaden von dem Kämpfer? Oh, Angriffskraft gesteigert. Oh, 105. Victory. Was? 2400? Wow. Achso, weil es beide waren, ne? Hm. Ob wir unterwegs noch mehr von denen finden? Die bringen nämlich verdammt viel. Oh. Ja, bei ihm passt das jedenfalls mit dem Rüberwatscheln, weil er das ja definitiv drauf hat.
böse. Irgendwo im Süden. Das heißt also, an dem müssen wir noch vorbei. Oh, wer bist du denn? Ja, mehr Menschen, mehr Essen. Mir geben, sonst zerquetschen. Ich schätze, wir haben das Monster gefunden, das die Frisellen geklaut hat. Rio, bist du bereit, ihm eins auf die Mütze zu geben? Aber klar doch. Ein Gigant nähert sich. Angriff, wir machen ganz normale Angriffe. Oh yeah. Ach komm. Wow. Die ganze Gruppe geht zu Boden. Leicht entflammbarem Dünger. Oh, der hat gesessen. Eine starke Arznei, das ist nett. Oh. Angreift an. Lass doch mal mich in Ruhe. Take this. 114. Wow. Oh oh, bekräftigt. Okay, solange er nicht mich angreift, ist alles in Ordnung. Mystische Mixtur. Fehlt, na super. Dropkick! Alter, was hält der denn aus? Oh shit, das geht auf alle. Wenn er mich jetzt nochmal angreift, dann habe ich Arschkarte. Nein, er greift wieder anders an. Und da halt alle hoch. Ich glaube, ich mache. Multiheilung auf mich selber. Halt mich dann eine gewisse Zeit. Auch nochmal geheilt. Wunderbar. Was will man mehr? Oh oh. Es war so klar, dass er mich angreift. Angriff. Was hält der aus? Der Kampfschrei hat ihn nicht erwischt. Aber einiges aus. Zum Glück heile ich mich. Oh, endlich haben wir ihn. Lovely Jubbly. 4800 Erfahrungspunkte, 1600 Goldmünzen, das geht. Rinald und Co. besiegen den Giganten. Die Dorfbewohner sammeln das gestohlene Essen auf und bringen es zurück nach Onsen. Vielen Dank für eure Hilfe. Ohne euch hätte ich es auf keinen Fall geschafft. Ihr seid wirklich eine Wucht. Euer Leben aufs Spiel zu setzen und wildfremden Leuten zu helfen, das ist bewundernswert. Ich wäre so gern wie ihr, aber ich glaube, dazu habe ich noch nicht das Zeug. Hey, vielleicht würde es helfen, wenn ich in der Zeit mit euch verbringe. Was meint ihr? Kann ich eine Weile mit euch mitkommen? Ja. Natürlich, mein Lieber. Ich werde dich zum besten, hilfreichsten Kampfkünstler weit und breit machen. Wart's nur ab. Vielen Dank. Das wird das Abenteuer meines Lebens. Das habe ich im Gefühl. Warum haben die eigentlich alle keine Namen? Das sind ganz schön viele lachende Gesichter, die auf diese Kappe gehen. Rio. Ich schätze, hier haben wir dann wohl... Ja, hier haben wir dann wohl getan, dass wir konnten. Warum machen wir uns nicht auf nach Onsen und schauen nach, wie es Tetsu geht? Wir schulden ihm schließlich noch einen Besuch. Ja, rate mal, wo ich hin will. Ich will zu Tetsu. Tetsu, altes Haus. Wann sind hier? Hä? Na egal. Da werden wir endlich, Onsen. Bist du soweit, Rio? Ja. Alles klar, auf nach Onsen. Hoffentlich ist Tetsu auch zu Hause. Hoffen wir mal. Juhu! Teddy Wetty Woobags! Silvando, you came!
But of course I did. And who's this ravishing young thing, huh? I am his mother, and you must be Silvando. Gratitude is due. When the world tree fell, I thought my boy had been lost. I drowned in despair. But now he is home. My worries clear like the clouds, and all thanks to you. Oh, would you look at that? You really do perk people up wherever you go, eh, Sylv? A right little soldier of smile, you are. Soldier of smile. Ooh, I like it. All right, listen up, boys. We all know what a dark place the world is these days. But if there's one thing I've learned by helping people like Tetsu here, it's the power of the smile. No matter how bad things get, no matter how much you cry or how powerless you feel, a single grin can bring hope for a better tomorrow. There's nothing this world needs more than happy faces right now. So that's just what we're going to give it. Yay! You're so right, Sylv. We're with you all the way. Oi! Who said you could start calling him plain old Sylv, you cheeky toe-rag? Oh, I get it. We can't go spreading smiles if we're mistering and sirring left and right, eh? Fair enough. Sylv yourself, silly boys. Great idea, boss. Sylv it is. I'm with you all the way too, Sylv. Let's get out there and save the world! Yeah! I mean, yay! Yeah! Oh, boys, you don't know how much this means to me. This parade's gonna change everything. I just know it. From this day forth, you shall journey across the land, vanquishing the blight of despair with the righteous power of happiness. I hereby dub you... the Soldiers of Smile! Oh mein Gott. Wie alle tanzen, sich bewegen und freuen. If it please you, sir. My son would like to join you in spreading sunlight. All right, boys. Me and my mum have made a little something that's going to knock your socks off. Was kommt denn jetzt? I told you I'd thank you properly if you came to visit. Now you can travel the world in style. Oh mein Gott! Wow! We've made something for you too, Sylv. To say thanks, you know. Close your eyes. Was kommt jetzt? Oh my, I love it! Thank you so much, my special little soldiers. Oh my God. Here, less of that sniffing, you. There's people out there need our help, in case you've forgotten. Look out, world! Here we come! Oh my God! I know.
are still out there. All of you. We'll meet again soon. I just know it. And until then, I'll be doing my best to make the world a better place. Okay. Dann speichern wir mal. Habe ich Leonardo doch nicht mehr zum Level abgebracht? Naja, egal. Jades weiterer Weg. Octagonia. Finally. You there? You're not from around here, are you? Well, let me give you a piece of advice, one traveler to another. Steer well clear of that city. It's in a right old state. The stories I've been hearing are enough to make your hair stand on end. Thanks for the warning, but I'm going in anyway. If the people there are suffering, I can't leave them to their fate. Things are bad enough these days without that. Blimey. There aren't many like you around. Most people are just out for themselves since Yggdrasil fell. Well, good luck to you. You'll need it. I know I'm not alone in this. If you're still out there, you'll be doing exactly the same thing as me. And that's how I'm going to find you. I just have to keep looking. Oh, und damit spielen wir dann mit der lieben Jade weiter. Und wir sind in Zwistanbul. Hier alles verbrannt ist. Mal gucken wir mal, wie gut sie im Kämpfen ist. Nebelzahnkatze der Schatten. Dadurch, dass es eine Bestie ist, nutzt ein Tiere-Shape, denke ich mal, sehr viel. 153. Boah. 267. Ich wollte eben mal ganz kurz gucken, wie sieht es mit ihren Attributen aus. Ah, zum Level up reicht es noch nicht. Was hat sie überhaupt für ein Level? Haha. 34. Ich habe doch A gedrückt die ganze Zeit. Dreimal. Und das hat sich erledigt. Wunderbar. Well, that was easy. Nur 36 Erfahrungspunkte ist halt wirklich ein bisschen wenig, finde ich. Es lohnt nicht, damit zu kämpfen. Habe ich erst dann 6.310 Stück oder so. Und das ist einfach wirklich... da hat Leonardo echt bessere Karten gehabt. Und ohne Begleiter ist es ja natürlich nochmal ein bisschen schwerer. Oh. Monsters inside the city. And the rumors were true. Insolent fool! How dare you defy us! Someone needs to clip your wings, teach you your place in the pecking order! Time to put an end to your hyper-annoying antics, once and for all. Not so fast! Oh, ja. Oh, thanks. You think I'd be able to look after myself, being a fighter and all. Wait, you're into the whole masked martial arts thing too, right? Yeah,
You made it all the way to the semifinals. Jade, wasn't it? Well, picked a heck of a time to come back. What? I've been visiting places where people are in trouble and destroying the monsters I find there. I heard that Octagonia had been overrun, so I came here as quickly as I could. What can you tell me about what's been going on? Well, we've had it pretty tough. As soon as Yggdrasil fell, this creep called Booga showed up and took the place over. Started using us humans as his slaves. Vince and the others weren't about to let monsters take over our hometown without a fight, though. A bunch of them went out looking to take the guy down. But we've heard nothing since. In the end, it got so I couldn't bear to just stand by and watch things go to hell either. I had to try to do something. But, well, you saw how that worked out. Well, they won't be bullying the people of this town any longer. It's time someone taught this Booga character a lesson. Look, no offense, lady, but... He should be up in the old arena on the third level. Guess you know what you're doing, but just be careful, okay? Okay, also. Wir haben jetzt hier in Zwistanbul, also ist mit sehr vielen Monstern scheinbar zu tun. Frage ist jetzt, haben die was drauf oder nicht? Ganz schön mutig, Mensch, hier so lässig herumzuschlendern und einfach zu faulenzen. Vielleicht müsst ihr euch erstmal daran gewöhnen, aber ihr seid jetzt als Sklaven vom Boogie unterwegs. Also, Abmarsch, zurück an die Arbeit. Okay. Also selber mit den Monstern kämpfen kann ich aktuell noch nicht. Den kenne ich auch noch nicht. Also, wir sollen in die Arena. Was uns aber in der Arena erwartet, das würde ich sagen, seht ihr im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich, sag bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohort rein. Tschö, tschö.